Idi. Ab. Ohne Scheiß. Heute ist der Tag, an dem Abby und Ilana die geilen Superbitches werden, die sie vom Kopf her sowieso schon sind. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Super. Ist das, war's das jetzt, oder? Natürlich habe ich einen Plan. Heute gehen wir beide auf ein geheimes, spontanes Lil Wayne-Konzert im Bowery Ballroom. Geht nicht, bin total blank. Keine Ausreden, Dude. Ich krieg fette Mozzarella-Bälle heute. Tja, mach's mir. Tja, Hertha. Du musst schon so mit mir reden, dass ich verstehe, was du meinst. Ich werd heute bezahlt und ich leide übers Bitch. Ich würde gerne mitgehen, aber ich will unbedingt wissen, wie die erste Staffel von Damages endet. Außerdem habe ich eine gigantische Cashewpfanne auf Vorrat gemacht. Ich bin also total verplant. Cashewpfanne? Kann ich bitte mit der Abby sprechen, die einen Bus geklaut hat? Du bist in deiner öden Routine so festgefahren. Wetten, du planst deine Dildo-Dates im Voraus? Dildo-Dates im Voraus? Oh mein Gott, ist das Lincoln? Ja. Ist er gerade in dir drin? Ja. Ich halte ihn nur warm. Okay, ich will mal ein paar Grundregeln aufstellen für alle Beteiligten. Ich möchte nicht zusehen, wenn du Sex hast. Lass uns das vermeiden. Lincoln, dir geht's scheinbar gut? Danke, ich ernähre mich gerade getreidefrei. Scheint zu funktionieren. Ich fühle mich gut. Alles klar, ich bin dann mal raus. Peace, bye. Das war heiß, das war cool, das war ein Dreier. Irgendwie. Ilana, was machen wir hier? Haben wir einfach nur Sex oder sind wir ein Paar? Sind wir zusammen? Was ist mit uns? Das ist rein körperlich. Wieso passiert mir das andauernd? Gut so, bleibt dran, nicht schlapp machen. Ihr macht das großartig, aber ihr könnt noch einen Zahn zulegen. Kommt schon, ihr schafft das, macht weiter. Ihr macht das toll, ja, gebt alles immer weiter. Yo, Ab. Hey. Ich hab was für dich. Okay. Ein verstopftes Klo bei den Damen. Sieht übel aus. Stinkt bis in den Gang. Danke für den Hinweis. Keine Ursache, aber tu mir einen Gefallen. Kein Blickkontakt mit den Kunden, solange du den Pömpel in der Hand hast. Zieht voll runter. Und wenn da einer vorbeigeht? Unter Wassermassage. Ja, ja, das klingt stark. Gute Arbeit, weiter so. Was habt ihr noch? Wer hat noch einen Deal für mich? Oh, Nicole, was ist dein Deal? Also mich machen diese Do-It-Yourself-Vagessing-Seminare voll an. Und ich bin überzeugt davon, dass das was für uns wäre. Das ist exakt das, wovon ich immer spreche. Riecht ihr das? Leute, kommt, das müsst ihr riechen. Wonach riecht das? Wisst ihr das? Das ist der Duft eines Deals. Wer hat noch einen Deal für mich? Da hinten, Ilana, dope Sweatshirt. Was hast du für mich? Also mich macht es voll an, wenn ich rechtzeitig bezahlt werde. Und ich frage mich, ob das für heute dran ist. Dann könnten wir alle bezahlt werden. Bis Freitag sind die Schecks leider noch in der Mache. Bescheuert, das Leben ist kein Ponyhof. Apropos kräftige Stuten, ich hatte jetzt das dritte Date mit dieser Frau von Match.com. Kleines Update für euch. Drittes Mal, ich wollte sie küssen, ich zum dritten Mal abgelehnt, aber ich bleib dran. Dann mal an die Arbeit zurück. Die Deals machen sich nicht von allein. Bonjour, Pity Wayne. Nicht wirklich, oder Kumpel? So sieht ein Dealer aus. Ich bin ein Genie. Das würde ich davon ausgehen, dass du die Karten verteilst. So ein Dealer bist du. Zwei jüdische Mädchen möchten was dazu verdienen. Ilana? Jesus. Komm schon, das sieht nicht nach Arbeit aus. Oh, okay, dann gehe ich essen. Bitte, komm heute noch wieder. Oh. Ilana, Dude, was soll die Black Swan-Nummer? Okay, was treibst du hier? Nix, ich war in der Gegend und wollte zu meiner besseren Hälfte. Ach, echt? Ab, hör zu, ich glaube, du hast wirklich was Besseres. Hey! Sorry, ich hab die Linie vergessen. Ich bleibe im Bereich für Bürger zweiter Klasse. Das heißt Gehege für Nichtmitglieder und das weißt du genau. Weißt du, wie du dich anhörst? Ich finde, das Motto von heute ist, Abby Bueller macht blau. Ich kann nicht einfach mitten am Tag gehen. Doch, das kannst du. Du lügst und gehst. Du darfst dir sowieso nur Handtücher zusammenlegen. Nein, das stimmt nicht. Sie lassen mich eine ganze Menge andere Sachen machen. Erst wasche ich die Handtücher, dann Schön, dich zu sehen. Gute Freundin. Aha, sie ist nett. Außerdem kann es jederzeit passieren, dass ein Trainer nicht auftaucht. Und rate mal, wer dann aufgefordert wird, den Kurs zu vertreten. Ich würde dir wünschen, dass das passiert, wird es aber nicht. Sie respektieren dich nicht. Gott sei Dank, Abby, hier steckst du. Jay, Gott sei Dank. Wir brauchen dich, Kumpel. Ja, ich bin voll da. Also, es gibt wieder ein Schamhaar-Super-GAU in der Damenumkleide.
Ja, da hat sich eine in der zweiten Duschkabine richtig ausgetobt. Okay. Die Reinigungsspirale ist da, wo du sie zuletzt abgestellt hast. Ich weiß, wo sie ist, ja. Vielleicht machst du ein Label drauf. Abby Spirale, das ist dein Ding. Ja, keine Ahnung, das ist ja eher... Im Ernst. Okay, Abby, komm schon. Etwas mehr positive Energie, bitte. Ich erledige das, ja. Du kannst positiv sein, oder? Mhm. Ich weiß, dass du positiv sein kannst. Ja, weißt du was? Ich kann positiv sein. Vielleicht bin ich sogar positiv. Ich mache mir Sorgen um die Testergebnisse aus der Klinik. Gerade jetzt sollte ich sie abholen, aber ich muss ja arbeiten. Ich meine, blutmäßig könnte ich positiv sein, also... Ist es Herpes? Nein, ist es nicht. Genitalwarzen? Nein. Oh mein Gott, Abby! Ist es das Schlimme? Es ist vielleicht das Schlimme. Du musst die Testergebnisse abholen. Aber was ist mit den Schamhaaren? Die sind jetzt egal, Abby. Hol die Ergebnisse. Blaster, bist du ja? Die Leute warten schon. Abby, lass es mich wissen, ja? Du wirst es als Erste erfahren, wenn ich Bescheid weiß. Okay, die Karten kosten etwa ein Fuffi für jeden. Dann brauchen wir mindestens 5 Gramm. Okay. Und Drinks. Das sind dann insgesamt 200 Dollar. Und weil Todd mich nicht bezahlt hat... Deal! Du hast das ganze Büro leergeräumt? Hör zu, was ich an meinem Arbeitsplatz mache, das geht dich überhaupt nichts an, okay? Okay, ich glaube, du solltest gefeuert werden. Am besten gleich. Oh, ich stehe so auf dieses Lied. Oh, das ist ein Sklavenlied. Das ist kein Sklavenlied. Doch, ist es. Es ist in der schwarzen Bevölkerung allgemein bekannt, dass What a Wonderful World ein Sklavenlied ist. Oh, ich hatte fast vergessen, dass du sowas wie die Sprecherin für die schwarze Bevölkerung bist. Das weiß jeder. Google es. Davon handelt ein Fugees-Lied. Wyclef singt And I think to myself. Er schiebt einen totalen Frust. Ich habe das Gefühl, wir reden nur noch über schwarze Menschen und Sklaverei. Hi. Ich will gern diese Sachen zurückgeben. Ich habe sie mal gekauft, aber jetzt habe ich keine Verwendung mehr dafür, also... Das wären zusammen 135 Dollar und 72 Cent. Oh, Scheiße. Ja. Geil. Oh, wissen Sie, wir hätten das gern in Echtgeld, Cash. Okay. Also gut, was ist mit meinem Fischglas voller Kleingeld? Da sind bestimmt 30, 40 Dollar drin. Würden Sie jetzt bitte gehen? Ja, würden Sie. Die Unterhaltung ist jetzt beendet. Justin, das ist ein Sniper! Oh, ich hab's dir doch gesagt! Oh mein Gott! Hey, Leute! Hey! Was für eine Waffe hast du, oder? Oh, die mit dem variablen Zoom. Die muss ich mir auch mal ansehen. Sorry, Ilana, der Käse, den du haben wolltest, ist weg. Sieht aus, als ob ihn jemand gegessen hätte. Das ist scheiße. Käse ist geil. Oh, oh, Achtung, Drohne lässt freundlich grüßen. Herzlich willkommen! Hey, Bevers. Ich stelle fest, dass du wieder mal meinen ganzen Käse gegessen hast. Könntest du das einlassen oder wenigstens neuen kaufen? Tut mir leid, mir war nicht bewusst, dass es dein Käse war. Da stand mein Name drauf, ziemlich deutlich. Mhm, aha. Vielleicht beschriftest du in Zukunft die Käseblöcke auf allen 6 Seiten, den ganzen Block. Ja. Besorgst du vielleicht neuen Käse? Ich werf mich in meinen Sweater und geh einfach runter, wenn du willst. Ja, mach das. Mann, ich rede nicht mit dir, ich rede mit meiner Mitbewohnerin. Du bist nicht mein Mitbewohner, du bist der Freund meiner Mitbewohnerin. Was? Oh, übrigens, das Klo ist verstopft. Mein Fehler. Ich habe, glaube ich, eine Laktoseintoleranz. Gut, dass du den ganzen Käse gegessen hast. Du weißt, dass im Klo ein Pömpel ist, gleich neben dem Klo in direkter Reichweite. Da kommt man echt gut dran. Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass du gesagt hast, ich soll deine Sachen im Bad nicht anfassen. Richtig, mein Fehler. Ja? Du widerst mich an. Was? Oh, Sergeant First Class! Ich wurde gerade befördert, Abby! Ja, ich habe die Jüdinnenanzeige reingestellt. Wir sind beide über 18, ja. Unter 18 wollte ich sagen. Wir sind unter 18, wir sind Teens. Hallo? Ach, verdammt, Jesus. Okay. Hey, da hat jemand eine fette Wurst. Oh mein Gott. Du hast noch deinen Performance-Kragen? Ja, klar.
Das wird uns richtig nach vorne bringen, was Weezy betrifft. Aber sowas von... Hast du mich gerufen? Nein, Matt, ich hab dich nicht gerufen! Und bitte, warum sollten wir das, Arschloch? Der geht mir sowas von auf die Nerven! Es kotzt mich an, dass er hier wohnt und kein Sense hat. Wenn ich aus der Dusche komme, fühle ich mich dreckiger als vorher. Weil seine Haare, seine Scheißhaare überall an meinem Körper sind. Und ich muss mir seinen Schwanz in diesen Shorts ansehen. Ach, weißt du, das ist sowieso alles egal. Die eine Seite wird von der anderen Seite des Kongresses immer wieder lahmgelegt. Wir sind erledigt. Wir sind als Land erledigt. Matt, redest du mit mir? Jeremy. Ich mache wieder mein berühmtes Pfefferkorn-Kardamom-Cidre-Bier. Das kann ich alleine kaum austrinken. Du brauchst Gesellschaft. Unsere Blicke begegnen sich. Du sagst mir Bescheid? Deine Arme. Abby! 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 Gott sei Dank, du bist noch da. Gott sei Dank, du hast eine Hose an. Ich wollte nur sagen, wir brauchen unbedingt noch Klopapier. Oh, wir brauchen das, ja? Wir, ja? Naja, macht es dir vielleicht was aus? Ich meine, du gehst da sowieso runter. Kann ich sonst noch was für dich besorgen, wenn ich schon dabei bin? Naja, ich hätte ja eigentlich nicht gefragt, aber ich habe einen Jeeper auf irgendetwas Süßes. Wie ein heißer Cookie? Weich, nicht zu feucht oder überrascht mich einfach. Oder wir stechen dich einfach im Schlaf ab. Wäre das eine Überraschung? Ja. Ich habe hier eine Sonderlieferung für dich, Ilana. Tausendfachen Dank. Und ich habe dir dein schönes Dings mitgebracht. Oh, Jaime, du bist der beste Mitbewohner und der beste Freund, den ich je hatte. Wenn du dich einbürgern lassen willst, meine Beine sind für dich weit offen. Ich glaube zwar nicht, dass es so funktioniert, aber danke. Jaime, Heimel, Heims, wie geht's dir? Gut. Bist du gerade high? Ja. Toll, was das Gras betrifft. Mhm. Können wir dir die $60 entweder etwas später geben? Okay. Oder... Auf dieser Geschenkkarte vom Bürobedarfsladen sind ganze $135 drauf. Oh. Ich weiß, du fragst dich, was kann ich da kaufen? Absolut jeglichen Bürobedarf, den es gibt. Die führen da jetzt, glaube ich, sogar Lebensmittel. Oh ja, toll, nehme ich. Du kriegst da auch Lampen, bitte. Tonnenweise Sachen. Gib sie mir. Ja? Ist das ein Deal? Ich nehme sie. Yes. Baba Black Sheep. Geil, die Karte hat's gebracht. Oh ja, jetzt fehlen uns nur noch 140. Wir packen Easy, das, wir kriegen das schon hin. Geht. Ist das da Lincoln? Ja. Yep. Oh. Warum tut er mir das vor meinem Auftritt an? Baba Black Sheep. Lincoln, was hast du hier verloren? Nichts für ungut. Ich habe deinen Tweet gesehen und wollte vorbeikommen, aber ich will deine Privatsphäre respektieren, also halte ich mich zurück. Das ist ja nett. Respekt dafür, dass du mich respektierst. Ja? Und ich respektiere nachher deinen Schwanz. Ja! Unter der Woche ist es schwerer. Zum Mittag sind mehr Leute hier. Es dauert, bis man sein Publikum findet, wissen Sie? Die erste Staffel von Seinfeld haben auch kaum Leute gesehen. Aber am Ende kannte es fast jeder. Yeah! Oh, wir haben einen Fan. Da ist ein Fan. Hey, hey, hey! Ich und Ilana, wir stehen nicht so auf gesellschaftliche Normen. Wir sehen das eher progressiv. Was uns verbindet, ist echt. Oh, eine Breakdancerin, das ist cool. Los, komm, Tempo anziehen. Der gibt eigentlich Eimer-Drum-Unterricht. Sowas habe ich noch nirgends gesehen. Eine Anzeige für Eimer-Trommeln. Mindestens 25% davon stehen uns zu. Ich kann nicht weitermachen, das ist doch idiotisch. Was ist mit der Musik? Wollt ihr mich verarschen? Die Frau hätte überhaupt nicht tanzen können, wenn wir nicht da wären, klar? Ihr seid so scheiße. Was? Halt's Maul! Na toll, leck mich. Da versucht man mal was Gutes zu tun und wird voll angepisst. Hört auf! Werdet erwachsen!
Was ich nicht verstehe, ist, dass sie meine Spardose genommen hat. Wahrscheinlich hätte ich sie ihr sowieso überlassen. Obdachlose brauchen eben ja, Sachen, schon klar. Das weiß ich. Und wir brauchen 90 Dollar in 2 Stunden. Also solltest du schnell was rauchen. $90? Ich brauche deine verrückten Ideen, Mann. Weißt du, Ilana, du hast recht. Ich mach dich ständig zur Sau, aber du hattest recht. Ich brauchte heute mal einen Break. Das war verdammt nötig. Und es war nett von dir, dass du für mich da... Jesus. Danke für das Angebot. Wir sind dann so in einer halben Stunde da. Okay, bis gleich. Was? Okay, ich hatte einen Notfallplan eingefädelt und der hat geklappt. Es funktioniert. Wir werden die Kohle ranschaffen und ich besorge dir eine neue Spardose. Ein richtiges Sparschwein. Was ist es? Komm schon. Ey, das Gras ist echt gut. Da ist Angel Dust drin. Was? Angel Dust. Okay. Ich werde jetzt anfangen, mich auszuziehen. Was ist los? Das gehört auch mit dazu. Was soll das bitte? Ilana? Wir sind zwei süße Lolitas, die in ihrer Unterwäsche die Wohnung putzen. Nur eine Stunde. Wieso Lolitas? Wir? Wir zwei. Das mache ich nicht. So einen Scheiß mache ich nicht. Warum stubbig? Nein. Ilana, ich werde diesem Typen nicht die Wohnung putzen und seine Sachen anfassen in meiner Unterwäsche. Es ist unsere letzte Chance. Wir sind so nah dran. Wir werden Freundinnen von Wheezy sein. Ich werde mit ihm bumsen, Dude. Wer ist Wheezy? Little Wayne. Darum geht es die ganze Zeit. Es ist nur für eine Stunde und er gibt uns $200. Nein, ich kann das nicht. Das ist krank. Und was wirst du stattdessen tun? Dir mal wieder Breaking Bad und ein Fertiggericht reinziehen? Okay, es ist eine Cashew-Asia-Pfanne und ehrlich gesagt freue ich mich schon die ganze Zeit darauf. Ich will das nicht hören, okay? Wo ist dein Biss nur hin? Ich wollte das eigentlich nicht sagen. Aber der Fun-Faktor mit dir ist nicht mehr wie früher. Dann putze ich eben alleine. Hidi! Mac, I'm going in. A millionaire, I'm a young money millionaire. Tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed. Through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cut my second minutes, hours go to the almighty dollar in the almighty. Okay, die Stunde ist um, Mann. Die Party ist vorbei. Her mit der Kohle. Sorry, ich hab keine. Soll das ein Witz sein? Ich bin doch nur ein Baby. Nein, Sie sind ein erwachsener Mann. Ich bin ein Baby, ich hab kein Geld. Sie schulden uns $200. Wir haben eine Stunde lang geputzt, das mache ich nicht mal bei mir. Danke fürs Saubermachen. Was? Nein, nein, nein. Nein, nicht nein, danke. Nein. Ich hab gerade meine Freundin gezwungen, sich für sie zu erniedrigen und ich erwarte, dass sie uns bezahlen. Ich könnte in Bauklötzen zahlen. Sie sind kein Baby, Sie sind ein Mann. Nein. Ich bin ein Baby. Ach ja? Sie sind ein Baby? Mag Baby das? In your start, we is pleasure. Boom, Babys? Scheißen? Auf Bücher, ja? Wird ein Baby vielleicht einen Hut tragen oder einen Mantel mit Pelzkragen? Babys haben keine kleinen Babys. Brauchen Sie Papiertücher, um sich den Arsch abzuwischen, weil Sie ein Baby sind? Da Drogenständer sind auch nichts für Babys. Moment. Oh, oh. Was? Guck. Verdammt, ich gucke. Wir haben's gesehen, Dude. Und ich hoffe, ich sehe sowas nie wieder. Also gut, ich weiß okay, nicht was. Das mit den Murmeln auf. Gut. Den Pelz nehme ich mit. Babys mögen sowas nicht. Sind wir jetzt Freunde? Nein. Ja, David. Hat der Flug Verspätung? Also ist ja zu spät. Lil Wayne ist so klein. Wahrscheinlich hätten wir ihn noch nicht mal gesehen von da, wo wir gesessen hätten. Das wollte ich nur noch sagen. Ich hätte ihn noch nicht mal erkannt. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Und ich habe gehört, dass er live nicht so gut ist wie im Studio. Aber ich habe nichts gesagt. Ich wollte einfach nur hin. Diese Clubs sind so verdammt klein. Wir würden da stehen wie die Sardinen neben lauter und Leuten, die wir nicht mal kennen. Und die Drinks sind furchtbar teuer und total winzig. So oh wie mein ein doppelter Gott. Und du weißt doch, dass ich dauernd pinkeln muss. Wir hätten das ganze Konzert über in der Kloschlange gestanden. Das ganze Konzert über. Also morgen wird der Tag sein, da bin ich mir sicher. Da werden wir zurückblicken und sagen so, das war der Tag.
Ja, ich weiß, morgen. Morgen wird total der Tag sein. Ich bin sowas von davon überzeugt. Ich spür's in meinem Herzen. Ich glaube ganz fest an den morgigen Tag. Yes, sir! Ja! Ich glaube an uns. Ja. An unseren Tag, Dude. Ich sag dir was, ich würde dir überall hinfolgen, bis in die Hölle. Ich würde dich auf meinen Schultern tragen und ich würde dich festschnallen und so würden wir durch die Hölle gehen. Sollen wir mal zur U-Bahn gehen? Wir stören sie nicht länger. Viel Spaß mit deinem Bürobedarf, Kumpel. Die haben jetzt sogar Lebensmittel. Abgedreht, oder? Hey, danke. Okay, tata. Gut. Bitte, hilf mir. Ay, mi amor, was ist passiert? Oh, ja. Was zur Hölle? Was soll denn das? Oh, Scheiße, jetzt passiert. Ilana, warum machen wir das jetzt? Amy, du kannst gehen. Sie ist bei mir. Ich bin nicht bei ihr. Ich bin nicht bei euch. Lass mir eine da. Okay. Ilana, wir haben beide gleich viel getrunken. Es tut mir so leid. Ich bin halt so, Amy. Schon gut. Jeder hat mal so eine Nacht. Aber wenn du merkst, dass du kotzen musst, sag's vorher. Kommst du vorbei und hängst mit mir ab? Hier gibt's Pizza. Welche Sorte?